Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Wir haben heute bundesweit den Notstand der Menschlichkeit ausgerufen. Refugees are welcome here. Anders war die Verhaftung oder die kurzzeitige Inhaftierung der Kapitänin Carola Rakete, der Sea-Watch 3, die sich widersetzt hat und die Sea-Watch mit mehreren Geflüchteten an Bord einfach in einen italienischen Hafen hat einlaufen lassen. Was mich wütend macht, ist halt eigentlich, dass die Situation im Augenblick schlimmer ist, als sie vor einem Jahr war. Wie absurd ist es, dass Menschen gerade sterben und ertrinken und die Menschen, die sie retten, dafür ins Gefängnis kommen. Da fühle ich richtig tiefe Trauer in mir und deswegen bin ich heute hier. Gemeinsam sagen wir Schluss mit der Abschottungspolitik. Seenotrettung kennt keine Grenzen. Genauso wenig wie unsere Solidarität. Aktuell gibt es zwei weitere Schiffe, auf denen mehrere in Seenot gerettete Geflüchtete sich aufhalten. Unsere Forderung ist zum einen, dass diese Boote sofort an Land gehen dürfen, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt und dass sich die Kommunen in Deutschland, es sind über 70 Stück inzwischen, die sich zum sicheren Hafen erklärt haben und die Bereitschaft erklärt haben, Menschen, die in Seenot geraten sind, aufzunehmen, dass sie diese Menschen aufnehmen. Die Forderung, dass Frankfurt sichere Hafenstadt wird, haben wir relativ früh aufgestellt und wir haben uns dafür mit der Roma-Koalition getroffen, wir haben uns sogar mit dem OB Feldmann getroffen, der uns gut zugesprochen hat, aber danach ist nichts passiert. Den Menschen, die auf der Flucht sind, werden die Menschenrechte abgesprochen. Und es ist für mich so, dass, glaube ich, einfach viele nicht kapieren, dass diese universellen Rechte entweder gelten sie für alle oder für keinen. Kein Bild, kein Film kann das wiedergeben, was man empfindet, wenn man in dieser Weite des Meeres so ein kleines Rubberboot, ein Gummiboot entdeckt. Und was es für die Menschen bedeuten muss, in so einem Boot auf dieser hohen See zu fliehen. 90% können nicht schwimmen und niemand kann sich vorstellen, glaube ich, wie schnell ein Mensch ertrinkt, der in dieser Situation ins Wasser fällt. Wir rufen für den 10. August zu einer erneuten Großdemonstration hier in Frankfurt auf. Um 11.30 Uhr am Zoo soll es losgehen, wo wir nochmal ganz deutlich machen wollen, und auch nochmal mit Aktionen sozusagen deutlich machen wollen, dass Frankfurt sich zur sicheren Hafenstadt erklären soll, dass wir für sichere Fluchtwege sind gegen die Abschottung Europas und für eine solidarische Gesellschaft. Wir als Sea-Watch geben nicht auf. Und solange wir zusammenhalten, können wir etwas verändern. Gemeinsam mit euch, der Seebrücke, sind wir stark.